Herr Doktor, ich will's kurz machen. Mein Rücken ist über und über von einem Ausschlag bedeckt. Igitt, igitt. Ach, Herr Doktor, ich wollte Sie ja nicht erschrecken, aber schauen Sie sich das doch bitte wenigstens mal an. Um Gottes Willen! Das ist ja ekelerregend. Na, dann kommen Sie mal mit ins Wartezimmer. Ins Wartezimmer? Ja, wieso denn ins Wartezimmer? Ja, das werden Sie dann schon sehen, was Sie im Wartezimmer sollen. Na los, kommen Sie her, hier geht's lang. Meine lieben Damen und Herren, sehr geehrte Patienten, schauen Sie sich doch bitte mal diesen Rücken an. Der ist über und über von einem ekelerregenden Ausschlag bedeckt. Mir abstoßen. Das ist ja widerlich. Der ganze Rücken mit Knötchen und Pusteln förmlich und übersät. Und dass er das auch noch so im Wartezimmer zur Schau stellt, vor all den anderen Patienten. Manche Leute haben ja gar kein Schamgefühl. Das muss ja furchtbar jucken. Sagen Sie mal, junger Mann, juckt das denn nicht fürchterlich? Junger Mann, ob das juckt? Ja, das juckt manchmal schon ziemlich schlimm. Also, Herr Doktor, die Situation ist mir jetzt aber etwas unangenehm. Das kann ich mir vorstellen, dass Ihnen das unangenehm ist. Das wäre mir nämlich auch unangenehm, wenn ich einen so widerwärtigen Ausschlag hätte und den dann auch in aller Welt vorführen müsste. Das wäre wahrscheinlich jedem hier äußerst unangenehm. Aber Kopf hoch, nehmen Sie es mit Humor. Gehen Sie zu meiner Sprechstundenhilfe, lassen Sie sich eine Salbe geben und Sie werden sehen, in ein paar Tagen ist der Ausschlag wie weggeblasen.